So, da sind es nur noch drei Aufgaben. Diesmal kümmern wir uns um Hüpfen in verschiedenen Matches auf Sturzpolstern. Ist eigentlich eine ziemlich einfache Aufgabe. Das Ganze mache ich persönlich jetzt in Gruppenkeile, weil da habe ich sie heute einfach schon am meisten gesehen. Und dann, ihr fragt euch bestimmt, für alle neu natürlich nur, die alten Hasen wissen es ja schon, warum steht da Skin-Verlosung im Titel und auch im Thumbnail? Ganz einfach, alle Mitglieder von mir haben die Chance, wenn ich eine Solo-Runde spiele im Livestream und gewinne diese, einen Skin zu gewinnen. Ganz einfach, was müsste nur sein? Mitglied. Damit will ich einfach nur die im Prinzip belohnen, die mich supporten und ein bisschen was zurückgeben. Man kann ja nicht nur abkassieren. Nein, Quatsch, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach ein bisschen was als Dankeschön wieder zurück an euch. Wie gesagt, wenn ich euch schon hier mit dem Video oder mit anderen Videos helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Wie gehabt, Creator-Code gerne eintragen, steht unten links. Wer Bock hat, kann mir noch auf Insta folgen. Wer Bock hat, da mir was zu schreiben, auch gerne gesehen. Oder schreibt was in die Kommentare. Erstmal Dank an alle, die sowieso schon heute so fleißig in den Kommentaren am Kommentieren sind. Weil es gibt ja Probleme mit dieser Kopfschussgeschichte. Da ist anscheinend echt ein Übersetzungsfehler. Weil in Englisch heißt die Aufgabe nämlich, ich mache Headshots mit der Pistole. Also ganz simpel Headshots mit der Pistole machen. Und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. So, jetzt gehen wir in Gruppenkeile, ist eigentlich ganz entspannt. Wir können jetzt eigentlich landen, wo wir wollen, müssen nur gerade dieses eine Bounce-Pad finden und dann haben wir auch die Aufgabe schon wieder geschafft. Jetzt sind wir gerade Level 161 frisch. Also ich würde fast behaupten, wir könnten es schaffen über das Wochenende. Ja, wir machen keine 40 Level dieses Wochenende. Da müsste ich schon konstant nur Datenregen spielen. Dann würde es vielleicht gehen. Aber mal abwarten. Vielleicht kommen ja irgendwelche besonderen Aufgaben oder so wegen Ostern. Einfach mal gucken, was so passiert. So, wir springen natürlich direkt raus. Boah, vor allem wir sind 13 Leute. Der Gegner hat 19. Das könnte eigentlich eine schöne High-Kill-Round werden. Weil genau so müsste es laufen. Der Gegner deutlich in der Überzahl. Und wir in der Unterzahl. Nur so kann man hohe Killrunden erreichen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 33 war mein Rekord in Gruppenkeile. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber nur so geht's eigentlich. So, dann gucken wir mal, wo das nette Pad ist. Ah, hier schon mal nicht. Oh, ich habe als erstes eine Truhe geöffnet. Gibt mal schön wieder auch extra EP. Sache, diese Gier nach XP, das ist echt der Wahnsinn. Munition sehr interessant. Ah, da ist es schon. Wie gesagt, das Pad müsst ihr hier finden. Dann legt ihr das hier hin und dann einfach nur drauf springen. Zack. Aber das war jetzt nur eins von drei. Man muss das halt, wie gesagt, in drei verschiedenen Matches machen. Heißt, jetzt wieder ausloggen, also aus der Runde rausgehen, neue Runde starten und dann wieder auf eins drauf springen. Also sonst zählt das nämlich nicht, weil hier zählt jetzt nur noch eins. Und wenn ich jetzt nochmal drauf springen würde, würde es halt nicht zählen, weil ist klar, man könnte ja auf 1, 3 mal drauf springen und dann wäre die Aufgabe ja schon erledigt. Das wäre natürlich zu einfach. So, hier hätten wir auch schon die Pistolen, um natürlich ein bisschen Schaden zu machen, was die Headshots betrifft. Aber ich habe die Aufgabe ja schon fertig, von daher brauche ich das selbst jetzt nicht mehr. Aber ich habe gesehen, einige haben da noch Probleme mit, weil, aber ich sage ganz ehrlich, die Leute lesen aber auch nicht die Kommentare. Also da war einer wirklich nett und hat in die Kommentare halt reingeschrieben, dass die Übersetzung falsch ist. Aber ich glaube, er hat sich einfach... Und die meisten lesen es halt einfach nicht. Die Leute gucken einfach, was macht der? Ach, funktioniert nicht. Dislike. Fertig. Aber ich kann ja auch nichts dafür, in Anführungszeichen. Aber kann ich mit leben. Man sieht schon mal zweimal im Leben. Irgendwann brauchen sie wieder Hilfe. Und dann, ah, oh, du bist der Beste. Kabach. So. Dann haben wir ja hier loot-technisch, haben wir, oh, loot-technisch ist ja alles da, was das Herz begehrt. So, wie mache ich das immer? Genau, wenn es ums Leveln geht, einfach dann hier runter. Einfach ganz entspannt. Ja, so, eigentlich sollte man den Berg runter gleiten. Hat natürlich wieder super funktioniert, wie man sieht. Und nochmal, die Aufgabe werdet ihr jetzt ohne mich schaffen, aber wer jetzt halt noch ein bisschen supporten will, kann natürlich gerne noch ein bisschen da bleiben. Wir machen halt nur ein, zwei Kills
Und dann werde ich auch schon wieder zum nächsten Video rübergehen. Jetzt probiere ich hier noch gerade einfach ein bisschen XP zu farmen. Einfach um doch noch ein bisschen zu leveln. Ich weiß gar nicht, den zweiten Skin. Zweiter Skin war, meine ich, Katze. Ne, Katze ist als letztes. Der hier ist ja bei 240 erst Gold. Ich weiß gar nicht, wann der anfängt normal zu. Also ich kann den noch nicht freischalten. Er sagt 240. Aber was war denn nochmal der andere? Ich weiß nicht. Ich sage wegen Goldskins. Ich habe da auch nie nachgeguckt. Weil ich persönlich sage einfach, mir gefallen die Goldskins überhaupt nicht. Also wenn die total vergoldet sind, ist irgendwie überhaupt nicht mein Geschmack. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt es halt wirklich nicht. So, was sagen die Mets? Machen wir noch schön eine Aufrüstung, gibt nochmal schön XP. Hat hoffentlich noch keiner gemacht in der Runde. Ja, wir sind aber immer noch 12 gegen 15. Also ich glaube mit hoher Killrunde, ja, könnte noch klappen. Ah, es hat schon einer aufgerüstet. Dann holen wir noch gerade entspannt hier die Kiste mit. Zack. Was lassen wir liegen? Ach, Biggies, brauche ich kein Mensch. In Gruppenkeile benutze ich eh nie welche. Weil ohne Quatsch, schreibt, benutzt ihr Minis und so im Gedöns in Gruppenkeile? Außer vielleicht am Anfang. Also ich persönlich überhaupt nicht. Wenn halt wirklich nur am Anfang und das war's. Und ihr seht es selbst am Anfang nicht. So, ja, Schwimmen ist eine ganz tolle Disziplin von mir. Gucken, ob jetzt hier alles funktioniert, weil mit der Harpune klappt das nämlich komischerweise hier nicht. Ganz seltsam. Aber Angeln, die beste XP-Stelle, die es gibt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam rüber in den eigenen Tod. Ja, FPS-Drops. 9. Immer auf 9. Ist schon seltsam, dass die immer genau auf 9 FPS runtergehen. LOL, zu blöd zum Sterben. Das war's wieder komplett. Dann kam die 7 XP, kriegen wir noch so weg. Und dann fangen wir mal an, ein paar Kills zu machen. Ich würde sagen, mit jeder Waffe ein Kill. Ich sehe es gerade. Ein Fehler habe ich sowieso gemacht. Zwei Pumps dabei. Den Platz hätte ich auch anders nutzen können. Aber es ist, wie es ist. So, wo haben wir denn hier Gegner? Ist halt jetzt die Frage, gehe ich erstmal auf Gegner oder warte ich noch, bis es richtig losgeht und angle stattdessen lieber hier alles leer? Können wir natürlich auch machen, ne? Ja. Sache, Angelweltmeister. Aha. Da macht aber einer richtig Auge. Kann hier nicht mal in Ruhe angeln. Der kommt gleich runter. Hallo. Angel. Was? Das war doch ein Headshot, der erste, oder nicht? Das war es ja immer wieder. Komplett. Ich hätte schwören können, das wäre ein Headshot gewesen. Aber man sieht schon mal zwei am Leben. Was sich da unten für einen Krampf antut. Warte. So eine Dreckswaffe. Wie lange die immer brauchen zum Nachladen. Das ist ein Witz. Und? Wo ist er hin? Bester Kampf ever. Leckt mich da am Mocha. Er holt mich. Ich fliege da wieder hin. Rache ist süß. Das lasse ich mir doch nicht gefallen. Oder? Na, dann natürlich auf der ganz anderen Seite. Wo ist er? Da ganz hinten. Ich will den noch haben. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ey! Lass mich in Ruhe. Mit 28 Leben ist natürlich eine Top-Voraussetzung hier. Toll, bestimmt durchgezogen. Kleiner Feigling. Nur weil er zwei Kills gemacht hat.
mich trollen? Oh Gott, wie lange sind der Schuss unterwegs? Bester Snipe ever. So, dann würde ich sagen, machen wir die letzten Aufgaben noch. Ich gehe auch jetzt wieder hier raus. Und dann würde ich erstmal sagen, danke für den Support. Und in dem Sinne, bis vielleicht nachher noch im Livestream. Also viele Aufgaben haben wir ja nicht mehr. Aber ich habe gesehen, Deadpool geht auch noch ein bisschen was. Also ich muss noch ein bisschen was aufnehmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.